Kommt, wenn ich unhautsehend hab. Ey! Ich kann doch nichts dafür, wenn du immer dann ankommst, wenn ich aufs Klo muss. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Ich wollte rein theoretisch, wollte ich vor einer Stunde eigentlich aufs Klo. Aber ich habe dann tatsächlich einen Raid reinbekommen. Und ich wollte dann während des Raids, würde ich dann halt nicht gleich abhauen. Deswegen habe ich gesagt, gut, okay, ich ziehe noch mal durch. Und das war jetzt wirklich so der letzte Poeng. Das mache ich nicht absichtlich, wenn du da bist. Ich gehe nur einem natürlichen Bedürfnis nach. So blöd, wie das klingt. Was bist du denn? Ryla hat euch immer bewundert. Schade, ihr wärt vielleicht ein schönes Paar geworden. Diese Farce ist zu Ende. Wie ihr wollt. Seht meinen Kopf. Ich freue mich so, ihm auf den perfekte Killer zu hauen. So. Na, das hat ja gut geklappt. Ich glaube, wir brauchen das Ding hier. Jo. Na, Geralt. Mach mich nicht fertig hier. Du bist echt ein hässliches Schabentier, weißt du das? Wobei es hat so ein bisschen Ähnlichkeit zwischen, oder ja, so halb Spinne, halb Krabbe. Oder? Halb Spinne, halb Krabbe. Tötest du dein Spiegelbild? Nee, das ist das Mu die Mutter meines Spiegelbilds. Mein Spiegelbild hat doch einen kompletten Stammbaum. Ich hätte eine bessere Hälfte. Alter, du bist heute schon wieder so richtig nett zu mir. Weißt du das eigentlich? So. Ne? Hast du irgendwie so eine mir fehlen die Worte dafür. So eine charmante Fröhlichkeitspille genommen? Ey, du bist schon wieder so charmant. Ey, unglaublich. So, was haben wir denn hier? Gottscheiherz. Okay, das ist auch wieder so eine. Gott sei Dank hatten wir Platz. Spezialsubstanz. Ich glaube, daraus können wir uns nochmal so einen Mutagentrank herstellen, wenn wir alle anderen Zutaten haben. Hier ist nichts mehr. Ich bin freundlich wie immer, ja. Ja, okay. Wenn du das sagst, dann wird das wohl stimmen. Herrlich. So. Gucken wir mal, dass wir hier weiterkommen. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung wir müssen. Ich glaube, das ist egal. Okay, da sind auf jeden Fall noch Ihr fordert die Salamandra heraus! Ja gut, das war's mit euch. Das ist die Frage. Müssen wir Das nach ist links oder euer müssen wir nach Ende! rechts? Ich tue nur Süden. Nach Norden oder nach Süden? Ich glaube, beides ist ein bisschen sehr schwer, oder? Da stehen wir. Laboratorium, hier müssen wir hin. Ich muss speichern. Ich muss speichern, ich weiß, welcher Kampf kommt.
Oh, ich hoffe, der versucht mir jetzt nicht auch wieder den Arsch, aber eigentlich sind wir einige Level höher als damals, wo ich gespielt habe. Oh Gott, ich hab Angst. Ich will nicht. Ost-Westen geht hoch. Wie ärgerlich. Ihr habt gerade meinen Kostschei aufgeschlitzt, der mich so viel Arbeit gekostet hat. Jetzt werden wir die Sache auf traditionellere Weise klären. Ich kann es kaum erwarten. Oh nein, wie bedrohlich ihr klingt. Ich habe euch gewarnt, dass ein Malheur passiert, wenn man gegen ein den Malheur? Wind pisst. Ihr redet zu viel. Habt ihr Angst? Diesmal habt ihr in einen Tornado gepisst. Tötet ihn! Oh, die Dinger. Was haben wir noch? Ja, doch, Schwalbe haben wir noch. Die dauern ein wenig. Ich könnte jetzt auch den Gruppenkampfstil nehmen. Damit habe ich damals aber nicht so gute Erfahrungen gemacht. Deswegen versuche ich das gerade mal so. Da der andere... Na doch, er trifft uns. Aber jetzt nicht so schlimm, als wenn es beide machen würden. Na, haben wir verkackt. Ja, das haben wir verkackt. Nein, Geralt, jetzt wechsel nicht schon wieder den Gegner. Tu einmal das, was man dir sagt. Danke. Jetzt ist es ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel. Kinderspiel ab 18. Ja. Du, ab 18 kann man auch noch ein Kind sein. Ich glaube, ich bleib ewiges Kind. Ich bin ein Kind im Körper eines Erwachsenen. Bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ja, du hast Erfahrung mitgemacht. Ja! Ganz große. Ganz, ganz große Erfahrung. Also geistig bin ich noch 4 Jahre alt. der Kampf. Ach, ja, ich erinnere mich. Ihr seid am Zug, Yavet. Ich lernte schon vor langer Zeit, mich nur auf mich selbst zu verlassen. Bevor ich euch töte, müsst ihr wissen, Triss Merigold wird in diesem Moment ins Labor geschleppt. Dort wartet die Folter auf sie. Bitte was? Früher oder später bricht jeder zusammen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Was sagt ihr dazu, Hexer? Gar nichts. Immer noch der gleichgültige, harte Bursche? Der gleichgültige ihr nicht blufft. Immer. Ihr schickt mir Meuchler hinterher, verliert euch in großen Worten, droht mir mit dem Tod. Aber ihr habt Todesangst und zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Alazar bin Tala. Berengar? Ich hatte schon Angst, ich käme zu spät. Könnt ihr Hilfe brauchen? Ja. Für einen Moment war ich mir nicht sicher, ob... Ich bin überrascht, euch zu sehen. Ich musste nachdenken. Feigling, ihr kennt die Strafe, die euch erwartet. Ihr könnt ihr entgehen, wenn ihr Geralt von Riva tötet. Ihr könnt euch meine Gnade verdienen. Eure Drohungen beeindrucken mich nicht mehr. Macht euch bereit, Zauberer. Euer Ende ist gekommen. Haha. Wir haben es geschafft, jetzt auf unserer Seite. Berengar traf seine Entscheidung. Er wusste, wo sich Yavet versteckte. Er wusste auch, dass ich den Zauberer irgendwann finden würde. Er wusste, für jeden von uns wäre es Selbstmord, Yavet allein entgegenzutreten.
Ja, klar. Ich kriege gleich erstmal so den ersten Treffer ab. Hallo. Darf ich auch mal? Geralt, danke. Karma. Ich reiße euch in Stücke. Ja, ich weiß schon wieder, warum ich den Kampf so ätzend fand. Ich meine, er war auch damals nicht schwer, aber... Jeder das, was er verdient. Yep. Oh ja, da gebe ich ja voll gut ganz recht. Eure Tricks helfen. Also für meinen Spruch, ja, ich hab's verdient. Ich hab's verdient. So, jetzt bist du aber eingekesselt. Hahaha. Warum habe ich das beim ersten Mal im Lipstick nicht hingekriegt? Nein, Berengesto. Aber ich glaube, er muss sterben. Ich glaube, er darf auch gar nicht überleben. Ich hab's damals irgendwie auch nicht geschafft. Ich reiße euch in Stücke. Er darf, meine ich, nicht überleben. Wir schon. Wir müssen hier nur einmal weg. Und bitte einmal. Nein, das bringt uns nicht weiter. Ja, ja, mach du mal. Wir sitzen ganz tief in der Scheiße. Geralt? Findest du den Boss heiß? Ich nicht, aber Geralt. Er ist irgendwie on fire. Also ein bisschen, oder? Das brauchen wir nicht. Okay. Und was hat Berengar bei sich? Das ist gut. Das ist auch gut. So. Und ich glaube, sonst konnten wir nichts machen. Deswegen müssen wir einmal mit dem Spiegel reden. Oh, nein. Ja. Den Safe nehmen wir mal. Können wir da? Ja, doch, können wir. Javid, könnt ihr mich hören? Was geht hier vor? Machen die Experimente Fortschritte? Ich brauche die mutierten Ritter des Ordens dringend in Vizima und schickt mir mehr von den Misslungenen. Ich kann mir keine Verzögerungen leisten. Antwortet! Javid ist tot. Exer Geralt. Rechnet wieder mit mir, Großmeister. Bald. Oh ja. Oh ja. Wolf, ihr lebt. Yevin, ich freue mich, dass ihr noch am Leben seid. Habt ihr gefunden, was ihr wolltet? Ja, aber es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wolf. Ich habe den Anführer der Salamander getötet. Aber ihr seid trotzdem nicht zufrieden? Noch nicht. Es hat sich herausgestellt, dass die Salamanderer nicht allein gearbeitet haben. Der Orden der Flammenrose steckt hinter allem. Das überrascht mich nicht. Ich muss es sofort dem König sagen. Wohl wahr. Ich habe ein Boot am Landungssteg. Kommt dorthin, wenn ihr bereit seid. In Ordnung. Danke. Gut. Wir begeben uns so langsam Richtung Epilog. Ja, also ich schätze, wir spielen das Spiel heute tatsächlich durch. Solange werde ich definitiv durchhalten. Ich glaube, mit dem zweiten Teil fangen wir erst nachher an. Also, es ist ja schon Dienstag, deswegen werde ich mit dem zweiten Teil wohl erst nachher anfangen. Und dann vielleicht zum Abschluss nochmal Dead by Daylight oder Among Us zocken. Mal gucken. Je nachdem, wie dann die Stimmung, Laune und so weiter ist. Und ja.
Okay. Das ist die Quest, der wir folgen müssen. Jetzt die Frage, müssen wir auf in diese Richtung oder müssen wir mal auf die andere Seite? Wir gucken einfach mal. Man kann halt auf beiden Seiten lang gehen. Ja, auf der anderen Seite müssten wir, oder? Da kommen wir hier durch? Nee, wir kommen hier durch. Sehr geil. Kommen wir da vorne durch? Ja, da vielleicht ist eine Höhle. Nein, okay. Nein, okay. Wir müssen einmal komplett auf die andere Seite. Schade, aber... Ja, das schaffen wir auch noch. So schwierig ist das jetzt auch nicht mehr. Und Geralt kann die paar Meter, die er Umweg laufen muss, auch vertragen. Es kann aber auch sein... Warte mal. Ich glaube, wir kamen auch von oben daran. Also wenn wir jetzt einmal hier oben lang gehen und dann die Treppe dahinter runter gehen. Ich glaube, da gibt es eine Treppe. Da kommen wir runter. Wenn nicht, dann steinig mich bitte. Gehe jetzt gerade nur meinen Erinnerungen nach. Ich meine, hier hinter müsste es dann zum Steg gehen. Weil rein theoretisch wäre man neutral geblieben, dann würde der Weg einem schon tatsächlich auf der Karte angezeigt werden. So leider nicht. Aber ich meine, hier geht die Treppe runter. Hier kommt man dann, glaube ich, lang, wenn man neutral ist. Wenn man für den Orden ist, weiß ich tatsächlich nicht, wie man reinkommt. So, aber hier hinten, da ist unser Elfenfreund. Hier hinten gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Außer einem Ort der Macht. So, nehmen wir das mal durch. Hier sind noch Fässer. Das Gold nehmen wir mal mit. Können wir da drin lassen, das brauchen wir nicht. Nee. Nein. Geht lang. So. Dann können wir jetzt den Sumpf, oder den Friedhof hier im Sumpf auch verlassen. Aber das ist auch interessant. Ich frage mich, von da aus geht man ja quasi aufs Boot in den Sumpf. Das heißt, dann müsste der andere Teil des Sumpfes, glaube ich, da hinten sein. Vom Design her. Weil es gibt ja diesen Sumpf hier und es gibt den Sumpf dann. Weil auf der Seite... Nee, ist auch der gleiche Sumpf. Schon interessant, wie sie mal und die Umgebung aufgebaut sind. Ich frage mich nur dann, wo das Gebiet vom Anfang hin ist. Das könnte dann höchstens in die Richtung oder da hinten raus. Aber da ist kein Stadteingang. Oder? Na doch, hier dahinter könnte es sein. Ich glaube, wir werden es nie erfahren. Wolf. Ist das Boot bereit? Ja. Misima in Aufruhr erwartet uns. Okay. Let's go. Lasst die Rhetorik und legt euch in die Riemen. Und wir sind im Epilog. Sehr geil. Euer Hoheit, wir haben einen Sieg errungen. Trotz schwerer Verluste haben wir das Händlerviertel zurückerobert. Bestens. Was gibt es Neues von Devet?
Er ist tot. Der Hexer, dieser gottlose Schlechter, hat ihn niedergestreckt. Dieser nutzlose Devent. Haben die Ausrufer das Volk informiert, dass Prinzessin Ada zur Striege wurde? Ja, aber der Hexer hat die Bestie gefunden. Geralt von Riva. Nur ihr steht noch zwischen mir und... Wir müssen die Flammen des Chaos schüren. Schickt weitere unserer Experimente hinaus und lasst die Elfen alles verwüsten. Großmeister, ich protestiere. Als Adliger und Vertreter der... Genug. Gebt den Leuten mehr zu essen und sagt ihnen, dass jeder gottesfürchtige Mensch Zuflucht in der Burg des Ordens der Flammenrose findet. Adalbert, ich danke euch für eure treuen Dienste. Jo, und bringt wer für sein, mit eine seinem Leben neue bezahlt. Zeit bricht an. Eine Zeit der Übermenschen. Niemand wird mich aufhalten. Ich mache euch zu meinem neuen Adjutanten. Kennt ihr eure Aufgabe? Hexer töten. Dann geht. Sehr wortgewandt. Geralt, ihr kommt in einem Moment, den man guten Gewissens als historisch bezeichnen kann. Ich freue mich, dass ihr noch lebt, Rittersporn. Ja, ich habe nur mal Hunger. Aber ich habe wichtigere Dinge, die... Wichtiger als die weitreichenden Konsequenzen einer Allianz zwischen Temerien und Redanien? Hört mit eurer Dramatik auf und erzählt mir, was geschieht. Gut, ich fasse mich kurz, bevor Yevhen verhaftet wird. Solange ich hier bin, wird das nicht geschehen. Der König wird gezwungen sein, mich vorübergehend als Verbündeten zu akzeptieren. Seid ihr da sicher? Mit Radovid von Redanien hat Foltest schon einen Verbündeten. Ich bin sicher. Das Leben der Menschen ist kurz wie das der Eintagsfliegen. Sie können mich nicht überraschen, weder König noch Dichter. Entschuldigt, Ritter Sporn. Ohne Einverständnis des Königs können wir die Stadt nicht durchqueren. Ihr seid immer noch ein Elf, der gesucht wird. Dann reden wir mit eurem König. Okay. So, ist schon mal ein Grund hier zu speichern. Wir haben den Epilog geschafft. Ganz ehrlich, als ich heute angefangen habe zu streamen, habe ich nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Ich bin zufrieden. Ich bin echt zufrieden. Ich freue mich da so mega drauf. Ja. Weil jetzt kommen für mich tatsächlich echt mega coole Stellen. Willkommen, Hexer. Euer Hoheit. Wir haben einiges zu besprechen. Gewiss. Genug der Worte, mein Sohn. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Ihr bekommt die Hand der Prinzessin und wenn mich das Leben etwas gelehrt hat, auch das halbe Königreich, sobald ich tot bin. Das Königreich nehme ich, die Prinzessin kann bald. Was der Aldersberg betrifft, wir müssen ihn loswerden. Der Hexer wird ihn töten. Was? Beruhigt euch. Wir bezahlen euch so viel ihr wollt. Ich bin ein Hexer, kein Mörder. Na gut. Wie er aber erstmal innehält, ne? Ist das nicht etwas hochgegriffen? Kommt schon, Foltest. Das Königreich ist viel mehr wert. Nun, ich nehme an, der Junge hat recht. Dennoch halte ich 8000 für angemessener. Abgemacht. Dann sind wir uns ja alle einig. Radovid, eure Armeen müssen den Orden in Redanien und im Norden meiner Länder bändigen. Meine Armeen begeben sich auf eine Mission brüderlicher Unterstützung. Ich will keine brüderliche Unterstützung, verdammt nochmal. Der Ausdruck geht mir gegen den Strich. Ihr vernichtet die Ritter des Ordens und zieht euch zurück. Beruhigt euch, Foltest. Meine Kinder werden dieses Land einmal regieren. Ich will es nicht zerstören. Verzeiht mir, euer Hoheiten, aber ich denke, es ist Zeit für mich. Eine Sache noch, Hexer. Ja? Sprechen wir über Politik und kommt mir nicht mit Neutralität. Wenn ich bedenke, wer euch begleitet, steckt ihr bereits bis über beide Ohren mit drin. Euer Hoheit, euer Wunsch ist mir Befehl. Für den Mann auf der Straße kämpft der Orden gegen meine Armeen. Aber dies ist eigentlich eine Konfrontation zwischen mir und dem Großmeister. Dieser ehrgeizige Fanatiker hat alle Aktionen der Salamandra gelenkt und die Unruhen vorsätzlich angezettelt. Was meint ihr damit? Ich dachte mir, dass euch das interessieren würde. Es interessiert mich sehr. Und das bedeutet, der Orden ist der Feind. Ist das klar? Vollkommen. Der Orden ist der Feind, nicht die Skoyatel. So ist es. Aber nur, wenn diese langohrigen Teufel aufhören, meine Stadt anzuzünden und meine Kaufleute zu ermorden. Habt ihr gehört, Yevhen? Und wenn diese langohrigen Teufel damit aufhören?
dürfen sie dann als verzweifelte Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit auf die Nachsicht des Königs oder sogar Amnestie hoffen? Nur die, die ihre Waffen niederlegen und, ja, wir können nicht allen vergeben. Das Volk würde es nicht verstehen. Yevhen, ihr müsst verschwinden. Verlasst diesen Ort. Geht weit genug weg. Ich halte meine Offiziere ein paar Tage zurück, bevor sie Jagd auf euch machen. Ihr haltet sie länger zurück und lasst sie nicht allzu gründlich suchen. Als Dank dafür, dass wir euch der Aldersberg vom Hals schaffen. Ja. Euer Hoheit, da wäre noch etwas anderes. Hexer? Wie geht es Adda? Deutlich besser, als es ihr als Striege ging. Es dürfte aber noch dauern, bis sie wieder sie selbst ist. Hexer, wie kann ich euch danken? Ich freue mich, dass Adda wohlauf ist. Könnt ihr mir versichern, dass das Gleiche für die Freunde des Hexers gelten wird? Euer Hoheit? Ja, das kann ich versprechen. Hexer, ich will wissen, wer hinter all dem steckt. Devet hat die Prinzessin verwandelt. Wieso? Er handelte auf Befehl des Ordens. Dieser Bastard, wenn ich ihn in die Finger bekomme. Die Verantwortlichen glaubten, eure Position würde geschwächt, wenn die Prinzessin als Striege wütet. Devet hat seine Strafe erhalten. Es freut mich, das zu hören. Und jetzt geht. Bisima brennt. Kämpfe wüten in der Stadt. Ihr habt eine schwere Zeit vor euch. Die Leute sehen uns Hexer als Ungeheuertöter. Zu Recht. Nur wenige wissen, dass es für uns befriedigender ist, einen Fluch oder Zauber aufzuheben. Schwerter sind die letzte Lösung. Solange eine Chance bestand, die Prinzessin zu retten, musste ich es versuchen. Es hat sich gelohnt. So ein richtiges Partybild irgendwie. Weißt du, die Prinzessin ist so vom, ja, frohen Party machen, abgehen, whatever. Lieber nicht. So, also Großmeister-Leading. Ja, das ist ja eine Kleinigkeit, ne? Quer durch die ganze Stadt, zum Kloster des Ordens. Warum habe ich die... Kann ich die... Nee, war ja klar. Kann ich mit euch nochmal... Dies ist nicht die Stunde für Worte. Was? Wir müssen handeln. Okay. Ah. Dann sprach der kühne Volltest diese Worte: Tugendhafter Radovid. Was zum Teufel soll das werden? Ich versuche, die Geschehnisse für die Nachwelt wahrheitsgemäß und exakt zu erhalten. Bitte nicht, tu's. Er sagte: nicht. Genug der Worte, mein Sohn. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Geralt, ihr habt keinen Sinn für Poesie. Es gibt die Wahrheit der Gegenwart und die der Legenden. Ihr seid unverbesserlich. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Und auch ihr seid unverbesserlich. Lauft einfach los, die Welt zu retten, obwohl euch niemand darum gebeten hat. Ja klar, jetzt dürfen wir auf unser Lager zugreifen. Warte mal. Okay, ein Saphir hätten wir auf jeden Fall gehabt. Okay, nee, einen Rubin hatten wir echt nicht. Ich erinnere mich. Wir haben den Rubin verkauft. Wir haben den Rubin damals verkauft. Aber selbst wenn, ein Rubin hätte uns nicht weitergebracht. Basiliskenhaut können wir hinpacken. Exoskelett können wir hinpacken. Das haben wir bereits gelesen. Das haben wir 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 gelesen. So. Ich kann mal schlafen, wann sehen wir es wieder. Also morgen streame ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du da dann da bist. Aber halt, gut. Morgen, Donnerstag, Freitag und Sonntag streame ich. Ja. Vielleicht sehen wir uns da dann, ja. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle Nacht. Und danke, dass du dabei warst und ja.
bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Und ja. Warum sage ich immer und ja? Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Morgen sehen wir uns auf jeden Fall. Was ist schon die Uhrzeit? Ich fange morgen so zwischen 12 und 13 Uhr an und mache dann bis ja 22, 23 Uhr ungefähr. Da habe ich dann wieder einen kompletten Tag zum Streamen. Donnerstag wird es dann erst gegen Abend sein. Morgen mal in der freundlichen Version. Das geht? Meinst du, wir kriegen das hin? Also morgen kann ich jetzt zumindest sagen, gibt das Final Fantasy 3. Ich weiß nicht, ab wann du zuschauen kannst. Aber Final Fantasy 3 kommt morgen und Witcher 2 und eventuell etwas später am Abend, so gegen Ende, vielleicht Among Us. Mal gucken. Also Among Us kann ich noch nicht versprechen, aber Final Fantasy 3 und Witcher 2 auf jeden Fall. Also wär cool, wenn du dabei wärst. Ich würde mich freuen. Erinnere mich morgen, dass ich mal zocken muss. Wie soll ich dich denn daran morgen erinnern? Man kann ich gern machen, aber wo und wie soll ich dich daran erinnern? So. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt einfach mal. Hast du noch irgendwas zu sagen? Vergebt mir, aber ich muss meine Chronistenpflicht erfüllen. Ja, erfüll du mal deine Chronistenpflicht. Ich muss etwas zu... Ich verstehe. Viel Glück. So. Dann schauen wir mal. Wenn wir Glück haben, finden wir hier noch ein paar von meinen Lieblingstränken. Ach, wäre ich doch nur ein wohlhabender Mann. Oh, was kommt jetzt? Es war ein Fehler, mich zu verärgern. Ihr seid der, der einen Fehler macht. Na, hört auf zu kläffen, Wolf, und zieht euer Schwert. Arbeitet ihr gern für einen Wahnsinnigen? Mordet ihr aus Vergnügen? Oder befolgt ihr nur Befehle? Ich muss mir das nicht anhören. Ja, ich versuche dich daran zu erinnern. So, jetzt müssen wir hier erstmal das durchkämpfen. Aber wie gesagt, ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei wärst. Würde mich dann sehr darüber freuen. Auch wenn die anderen vom Raid noch rüberkommen würden. Später. Also nachher. Morgen. Irgendwann. Ich freue mich über alle, die dabei sind. Vielleicht, ist ja der ein oder andere mit dabei. Wäre cool, würde ich mich drüber freuen. Vielleicht interessiert sich auch der einige von euch für Final Fantasy. Ich habe nämlich vor, also es ist kein Marathon, der wird irgendwann mal kommen. Ich denke, wenn ich so bis 13, vielleicht 14 gekommen bin, dann werde ich vielleicht mal so einen Marathon machen. Na gut, 14, eher 15. Aber jetzt zur Zeit bin ich halt aktuell, was Story Games angeht, bei Final Fantasy 3. Witcher 1 noch. Ab morgen dann wahrscheinlich Witcher 2. Und Eastshade. Das sind so die drei Story Games, die ich zurzeit mache. Okay, jetzt kommt jetzt wieder eine Sequenz. Der Orden zeigt sein wahres Gesicht. Unter der glänzenden Rüstung verbirgt sich nur Fäulnis. Das wusste ich von Anfang an. Ihr seht, was ich sehe, Geralt. Kommt, Yavin. Schlagen wir dieser Hydra den Kopf ab. Okay. Klingt auf jeden Fall gut. Wie gesagt, ich versuche mich daran zu erinnern. Ich kann nichts versprechen. Ab wann wärst du denn morgen ungefähr dabei? Jetzt mal so blöd gefragt. Damit ich ungefähr Bescheid weiß. Ui.
nachdem ich mich jetzt wieder richtig hingesetzt habe. Den Faden von vorhin habe ich, von eben habe ich auch schon wieder verloren. Okay, hier müssen wir mal dann. Aber, warte mal. Hat irgendjemand hier. Jetzt habe ich den blöden Dolch mitgenommen. Und wir nehmen das Geld mit. Du hast nichts. Kommt rein, da ist es sicherer. Ihr habt recht. Gut, jetzt habe ich ungefähr den Faden wieder gewonnen. Also bei mir gibt's halt so, ja, gemischte Games. Also ich spiele Jump'n'Run, ich spiele Retro-Games, ich spiele das Neueste vom Neuen, ich spiele alles. Ich glaube, falls sich irgendjemand meine Spiele das mal anguckt oder bei YouTube mal vorbeikommt auf dem EP-Kanal. Ja, ich spiele alles. Ich versuche schon wirklich da zu sein. Okay. Also, wie gesagt, ich versuche dich zu erinnern. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du reinschaust. Und ja. Dann kannst du vielleicht morgen sogar noch ein bisschen Final Fantasy 3 miterleben. So weit sind wir da noch nicht gekommen. Auch schon. Wir müssen den Tod dieser verdammten. Wir müssen auf jeden Fall wieder ein bisschen leveln. Was ist mit deiner Katze? Ich will erstmal gucken, ob ich hier irgendwas noch mitnehmen kann. Ja, ganz viel. Egal. Ja, vielleicht gibt es zu Weihnachten ja neun. Ah, zu Weihnachten könnte eng werden. Könnte eng werden. Es könnte aber auch sein, dass wir es schaffen. Ich meine, wir haben jetzt jeden Monat ein Teil durch. Also, im Januar habe ich ja angefangen mit Stream. Da haben wir den ersten Teil durchgespielt. Es könnte sein, dass wir es bis dahin geschafft haben. Also bis 9. Zumindest 9 anfangen. Wäre möglich. Aber ich weiß halt nicht, wie lang Teil 5 und Teil 6 sind von Final Fantasy. Die habe ich ja noch nie gespielt. Ich weiß nicht, wie lange ich mich da dran aufhalten werde. Und in dieser, sag ich jetzt mal, Final Fantasy Runde werde ich auch noch nicht alle Teile spielen. Bin raus, muss morgen wieder Leute festnehmen. Hau rein. Okay, vielen Dank, dass du da warst. Und ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder reinschaust. Und ja, ich wünsche dir morgen einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche und eine wundervolle Nacht. Und ja, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. So. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass wir hier irgendwo irgendwie ein paar Sachen finden. Aber hier gibt es nichts mehr. Gut, dann reden wir jetzt nochmal mit den Leuten, die einen Namen haben. Einsiedler. Ihr hier? Ich bin auf einer wichtigen Mission für den König. Das ist lobenswert. Auch ich wollte Volltest in diesen schwierigen Zeiten meine Dienste als Berater anbieten. Leider kam ich nicht durch das brennende Vizima. Ich muss zum Kloster. Ich habe viel über ein Phänomen erfahren, das euch interessieren dürfte. Die wilde Jagd. Ja, das interessiert mich tatsächlich. Erzählt mir davon. Im Volksglauben verkörpert der König der wilden Jagd den Tod. Er trägt die Seelen davon. Häufig betrachtet man ihn als Werkzeug des Schicksals. Schicksal. Die wilde Jagd ist ein Omen von Krieg und Tragödien. Neuerdings sieht man sie häufig in der Nähe von Vizima. Hütet euch. Ich muss gehen. Lebt wohl. Okay. Novizen. Ach, das resolute Mädchen. Julian ist nach Kovir gegangen. Die haben wir auf der einen Insel getroffen. Und Vaska. Die hatten wir beim letzten Mal. Die Eichhörnchen und der Orden. Diese Trockenen stören unseren Sumpf. Ihr steckt in der Klemme, was? Ich hatte einen Traum, Weißhaariger. Euer Schicksal wird sich erfüllen. Ich komme, euch zu sagen, verwechselt die Sterne nicht mit ihrem Bild im Spiegel eines Sees. Ich werde es mir merken. Ich glaube, hier treffen wir jetzt alle, zu denen wir besonders nett waren.
Gavin. Oh gut, dann gehen wir halt weiter in den Keller. Ah, hier ist das eine Monster, das wir getroffen hatten. Hexer, schön euch zu sehen. Ich sehe, der Krieg ist nach eurem Geschmack, Vetala. Oh Mann. Ich muss mich nicht mehr auf dem Friedhof verstecken. Hier ist es sicherer. Ich komme nach draußen, suche mir Nahrung auf den Straßen. Ich kann nicht klagen. Die Bewohner dieses Hauses haben keine Einwände? Sie fürchten mich. Das kleine Blag kommt allein und redet ohne Punkt und Komma. Ich muss gehen. Lebt wohl. So, finden wir hier noch irgendwas? Beten. So. Silber Gold Talent, okay. So, dann verteilen wir noch mal ein bisschen. So. Hier haben wir. Was ist das vollständig? Hier bei den Kampfstilen würde ich gerne noch ein bisschen. Machen. Hier und Bronze-Talent. Was machen wir denn hier? Haben wir hier noch. Schwarzes Blut.